mich da unten eigentlich? Was? Seht ihr mich da unten eigentlich, mehr oder weniger? Wie sehen? Dein Name? Nee, ihr könnt mal runterkommen und euch das anschauen. Ich fühle hier... Ja, ein bisschen Wasser ist ja sogar reingeflossen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ein bisschen, Alter, jetzt kommt das Hauptwasser, pass auf. Okay, gut, ich flute dann den einen Tunnel noch von mir, okay? Also den packe ich dann auch noch hier rein. Feuerviecher können aber trotzdem rein, oder? Ja, gut, das ist ja, aber das Wasser reicht nicht. Mein Gott, hier ist ein Mutterslime. Ein Mutterslime. Nein! Nee. Deine Mutter-Slime. Oh mein Gott, das Mutter-Slime fällt schneller als ich und damit gibt's mir Damage. Deine Mutter-Slime. Da kommt jetzt erstmal ordentlich Wasser. Mhm. Muss hier unten höllisch aufpassen, dass ich nicht einen falschen Stein raushaue, sonst tut mich die Lava überfluten. Oh, unser Haus wird auch geflutet, das ist nicht gut. Aber die treffen mich ja echt gar nicht, weil ich so schnell mit der Spitzhacke zuschlage. Und ich mich so hinstelle, dass die einzige Stelle, wo sie spawnen können... Cool, Monster können auch ertrinken. Es ist lahm. Das ist ein riesiger Wurm. Oh fuck. Ist hier nicht langsam mal genug Wasser? Oh, 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 oh. Doch, ist okay. Ey, geil. Oh, natürlich, diese Feuerviecher stehen da unten und kicken mich direkt in die Lava rein. Geil. Ich bin gestorben. Also diese. Oh, jetzt hab ich wieder ganz runterfallen. Ja. Die Würmer, die sind echt scheiße. So. Ich hab aber allerdings 172 Health down. Ja, wir können das craften. Ich hab auch noch mal. Ich hab, wie viel habe ich? 5. Ja, ich geh mal ganz hoch jetzt. Nee, ich würde weiterfahren. Also für die lohnt es sich nicht, hoch und runter zu laufen, komm. Du meinst 250 lohnt sich's nicht? Nee. Sag mal, wie viele brauchen wir denn davon? Also wenn wir für uns alle was wollen, dann lohnt es sich nicht. Komm lieber runter. Okay. Ich geh mal unten hier, wo die ganzen Vasen. Auch so ein stimmt. Du kannst damit gar nichts craften. Wir brauchen diesen Höllenofen. Ich sehe hier schon unten einen. Wo? Mit dem kann man die ganzen Ember-Sachen machen. Okay, na dann. Mach diese Scheißviecher, dass die Feuerviecher da im Wasser nicht verreckt. Wundert mich. Ja, ja, ich hol den schon. Bau den Höllenofen ab und dann verpissen wir uns hier. Ist ja abartig hier unten. Alter, mach mal oben das Loch zu. Bau ihn ab. Ist Loch zu. Mach bau das den Loch Scheiß zu. Oben, ich kann ihn nicht abbauen. Ich nehme meinen Imberhammer, dann passt das. Ja, ne, ich hab einfach den Block. Hast du ihn? Hast du ihn jetzt? Ja, ja. Schau mal, was für einen Schaden ich den Viechern mache mit meinem Hammer. Nice. Ja, wir müssen hier raus. Ich fahre. Dass die Viecher auch unter Wasser überleben können, ist echt unfair. Ja, das wundert mich echt. Unlogisch. Die bei Wasser nicht sterben. Oh, ja, fuck. Also so, wie die haben meine ganze Unterwasserabbaumine geflutet. Ja. No. Dafür spawnen sie hier unten nicht mehr. Noch mehr Hellstone. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich sterb da von einem Schlag, ey. Was geht? Alter, ich mach mal gerade einen Damage. Okay, mit Pickaxe. Super. Okay, das ist. Ich kann hier unten nicht mehr atmen. Mega. Ah. Tut mir leid. Aber jetzt ist wenigstens die Lava ein bisschen ungefährlicher geworden. Sie war vorher mir auch nicht ungefährlich hier unten. Sollen wir noch mehr Wasser reinpumpen oder was? Bloß nicht. Nein. Das reicht schon dicke. Kommt sowieso noch mehr, oder? Okay. Oh mein Gott. Von wo willst du noch mehr kriegen? Nee, ich wollte gerade sagen, da kommt im Moment noch mehr, oder? Nee, das hat doch vorhin genau aufgehört, wo wir aus dem Haus sind.
Soll ich den Höllenofen mal in unserer kleinen Mini-Base da aufstellen? Okay. Ja. Wir brauchen aber noch einen Amboss. Hat jemand Eisenbarren? Nö. Nein. Verdammt. Ich stelle ihn einfach mal auf, ne? Jo, machst du das? Ja, du musst Hellstone Bar herstellen. Aus 10, glaube ich, kannst du ein. Ey, ist dieser komische. Aus 10, oh shit. Ja, ich brauch mehr. Okay, ich glaube, ich bin jetzt drin. So. Und ich kann, glaube ich. Ja, gut, wenn die Schlange aus dem Boden kommt und genau meine Fresse reinfliegt, kann ich nichts machen. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Hellstone gekriegt. Aber du brauchst 10 für einen Bar. Nee, 6 und 2 Obsidian. Ja, ich habe genau 10 Hellstone. Ich hab Obsidian Skulls hergestellt, ich Idiot. Ich muss Obsidian. Soll ich noch irgendwas mitbringen von oben? Ich hab mal schnell noch einen Amboss gebaut. Soll ich irgendwas mitbringen oder habt ihr alles? Weiß nicht. Ah ja, warte, ich hab ja noch TNT, ich kann alles hier noch wegsprengen, die ganzen Hellstones. Ja, ich hab auch noch Dynamite. Ja, hast du noch Tränke? Ja, du hast Tränke, hurra! Ja, ich hab 11 Stück mitgebracht, 11 Stacks. Ja, ich hab's gesehen, nice. Ich Idiot! Ich hüpf natürlich runter. Wir müssen noch Obsidian abbauen. Ganz wichtig. Bone, 22 Damage, what the fuck? Obsidian, ja, dann cool, man kann mit Knochen werfen. Was? Bin ich schon daran vorbei? Ne, da hier ist noch was. Hier ist das Obsidian-Ding. Ich schmeiß mal ein bisschen Dynamit hier gleich. Ich baue hier ganz viel Obsidian ab. Ja, ich baue hier auch ein bisschen was ab. Oh. Ah, die schubst mich in Lava rein, die Viecher. Ja. Sag mal. Ich hab übelst viel Hellstone, aber ich brauch das Obsidian, das ist ganz wichtig. Oh. Obsidian habe ich 14, ja. Ich glaube nicht, dass bei unserer Pilzform noch ein großer Pilz wächst. Ja, glaube ich auch nicht. Wäre aber cool, wenn. Nee. Warum? Also klar wäre es cool, aber wird nichts mehr. Ja, da liegt ganz viel Hellstone, aber. Ich habe ein bisschen Obsidian abgebaut. Ja, das Wichtigste ist erstmal Obsidian. Das kann man gar nicht mit Dynamit, glaube ich, wegbomben, oder? Nee, doch. Hä? So. Schmeiß das scheiß Obsidian den Hellstone da rein. Mach die scheiß Schlange kaputt. Ich kann schon einen Flamerang machen. 32 Damage, very fast speed. Geil. Ja, damit können wir den Boomerang auf upgraden. Ich baue mal ein bisschen weiter dann lass Hellstone jetzt mal alle, ab. Lass alle drei den Boomerang upgraden. Ich gebe dir noch einen Hellstone da. Okay. Ja, ich brauche Obsidian. Ich brauche Obsidian. Hellstone Barren habe ich genug. Gib mir mal Obsidian. Ja, gut, dann baue ich jetzt wieder Obsidian. Obsidian habe ich keinen. Obsidian ich habe noch mal 10 Stück. Ja. Da ist der Flamerang. Komischerweise sind hier unsere Treppen zu Obsidian geworden. Na gut. BTF, ich kann das Ding durch die Wand werfen. Wie konnte das jetzt nur wieder geschehen? Ich habe fast das Gefühl, dass man mit dem Hellstone noch bessere Sachen machen kann. Ja. Als diesen Flamerang. So. Ich glaube, der Flamerang ist Comeback. Wir brauchen Obsidian auf jeden Fall. Jo, ich bin schon dabei, welches abzubauen. Ja, natürlich. So, mit Dynamit kann man gar keinen Hellstone abbauen. Alles klar. Oh, ich glaube, jetzt kommen ein paar. Oh, Dani, nice. Bruderschleine runtergeflogen, sorry. So. Ich falle. Jetzt haben wir nicht mehr diese unnötigen Sachen hier rumstehen. Ja, aber man kann trotzdem das ja nicht mit Dynamit abbauen. Ja, trotzdem auf die Art. Das Einzige, was noch wichtig ist,
Ist wie gesagt Obsidian. Okay. Dann mach einfach hier links dieses den einen Hellstone weg, dass die Lava da rausfließen kann. Egal, mach ich jetzt. Oh, Alter, scheiße Wurm. Du bist einmal durchgefallen. Du bist durchgefallen. Oh, ich bin durchgefallen. Schlecht. Ja. Nun war ich zu langsam. Das Maststerben findet hier statt. Da ist gleich ganz viel Obsidian. Das ist gut. Wo? Das war nicht gut. Scheiße. Jetzt ist da so viel Lava. Ja, müssen wir jetzt gut, Wasser drauf machen. Das war blöd. Ja, wir können von der Seite das Wasserreservat öffnen. Wir haben kein Wasser mehr. Nebendran ist ein Wasserreservat, was wir leicht öffnen könnten. Achso, du meinst unten? Ja, ich meine unten. Skelett-Gaylord-Typi. Das Ding hier meine ich. Na gut. Aua. Oh, Alter. Das war nicht genug Wasser. dann links aus dem Haus. Alter, ich weiß, was wie viel Geld wir jetzt dann verloren haben. Egal, wozu brauchen wir das Geld denn sonst? Ich guck mal weiter oben, ob ich hier ich noch weiß, irgendwo Wasser finde. Na, diese blöde Lava, wo man so leicht reinfällt. Zack, tot. Wieso sind da so Viecher? Guck mal, dass ich irgendwo Wasser finde zum Fluten, ne? Mhm. Clemi, du kommst gerade von ganz oben. Hast du irgendwo Wasser gesehen? Jo, musst du ein bisschen weiter oben, aber ich kann da eben Schacht graben, dass es hier runter verliest. Und nein, ich kann dir ein bisschen Obsidian geben. Den Hauptgang, ja. Das passt schon. Ja, okay, gut, wenn du meinst. Weil so kommt es auch dahin, wo Thomas haben will. Ja, dann fangen wir ganz oben an. Dann geht's richtig. Ja, es kommt auf jeden Fall viel da nach unten, wenn wir das alle durchleiten. Ich sehe kein Wasser. Ich sehe hier nur alles aufgebrauchtes. Ah, doch, da. Oh, ein bisschen weiter oben noch. Ich habe hier gerade sowieso ein bisschen Wasser unten besorgt. Da kommt jetzt noch ganz viel nach. Wieso schwebt das Wasser? Okay. Reciving Tile Data, okay. Also Reciving Tile Data? Weil... Soll ich nochmal ein bisschen weiter oben ein großes Fluten? Ja, ich mach's ja grad. Ich hab hier unten gerade sowieso hingekriegt, dass ich eine ordentliche Obsidianmine hab. Ja, dann war das jetzt scheiße, weil da kommt noch mehr Obsidian ist auf jeden Fall gut. Mehr Obsidian ist wichtig. Da kommt eine riesen fette Portion Wasser runter. Mehr als vorher. Oh. Bloß aufhören damit, zumachen mit dem Mist. Wieso? Weil die brauchen wir nicht. Ich habe hier doch schon an der Seite ein Reservat geöffnet. Das reicht genau. Dann haben wir halt was über. Ja, warte, ich mach's. Da müssen wir unter Wasser das Zeug abbauen, das ist total blöd. Ah, okay, stimmt. Nein! Ich krieg's nicht zu. Junge, was hast du gemacht? Mich würde mal interessieren, wieso das Wasser nicht durchfließt. Fließt es bei dir irgendwie auch durch die Steine? Nö. Bei mir fließt das Wasser gar nicht. Es soll auch nicht fließen. Tom hat gesagt, wir sollen aufhören. Ja, okay. Hier schießen viel zu viele Kobolde für meinen Geschmack auf mich. Oder Wichtel, Imp heißt eigentlich Wichtel. Feuerwichtel, die aussehen wie Mäuse.